Hallöchen, Freunde, willkommen zurück bei Nerd7 Tech. Ich bin's, Ronny. In meinen Händen halte ich das Vivo V23 5G. Das habt ihr mit Sicherheit gelesen. Der Vorgänger, das V21, war der selbsternannte und von uns auch getestete Selfie-König. Diesen Schritt will das Vivo V23 natürlich auch eingehen. Das heißt, ihr bekommt hier eine 50-Megapixel-Frontkamera. Dazu gibt es noch einen Weitwinkelsensor, ebenfalls auf der Frontseite. 4K-Videos, Stabilisierung gibt es auch. Es gibt einen Dualblitz. Und Metallrahmen und eine Glasrückseite, die UV-lichtempfindlich ist. Deswegen ist da jetzt hier so ein komisches Zeichen zu sehen, wieso das so ist mit UV-Licht. Oder das ist quasi das, was die Sonne macht. Kann man dann individuelle Rückseiten gestalten, um das mal ganz kurz zu zeigen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 550 Euro. Momentan kriegt man das Gerät für knapp 500 Euro. Es gibt direkt 12 GB Arbeitsspeicher und eine 256 GB interne Speicherlösung. Genau, das Ganze ist ein Mittelklasse-Gerät und das wollen wir euch heute mal genauer zeigen. Wir fangen direkt nochmal auf der Rückseite an. Ich denke, das ist mit das Highlight dieses Gerätes. Sowas habe ich in der Vergangenheit noch nicht sehen können. Einerseits, es handelt sich hier natürlich auch wieder um Glas. Das ist in der Preisklasse auch nicht unbedingt selbstverständlich. Ebenfalls auch nicht der Metallrahmen. Hier sieht man noch die Antennenstreifen. Das Ganze in dieser Version ist in Gold gehalten und diese Version hat auch diese Besonderheit mit diesem UV-lichtempfindlichen Rückseite. Die schwarze Variante, die es auch noch gibt, jetzt will meine Lampe hier wieder nicht, zack, die hat im Prinzip nur eine schwarze Rückseite und hat nicht diese empfindliche UV-Oberfläche verpasst bekommen. Das macht das Ganze natürlich zu so einem kleinen Highlight. Da könnte man jetzt kleine Bilder drauf machen, man kann die Handflächen quasi draufpacken und die Umrisse dann meinetwegen jetzt hier in UV-Licht dann quasi einmal einbereiten. Okay, bringt jetzt nicht so viel, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist auf jeden Fall ein cooles Gimmick und zeugt halt einfach nochmal wieder so ein bisschen, dass man hier so ein bisschen auch die Extravaganz sprechen lassen wollte. Rein optisch, man erkennt schon, okay, man hat sich hier schon relativ stark an Apple orientiert, was diese Kanten angeht, diese Abrundung hier oben. Ich muss allerdings sagen, ich finde es, was die Optik angeht, gefällt es mir. Die Farbwahl in Gold ist jetzt nicht meins, aber das ist die einzige Variante, die eben in diesem Gesamtpaket daherkommt. Die schwarze Variante ist dann natürlich noch ein bisschen, ja, vielleicht noch zurückhaltender, was dann das Gold angeht, weil es ja in Schwarz dann ist. Genau, auf jeden Fall, was die Verarbeitung angeht, bei Vivo gibt es da nichts zu meckern. Die Tasten an der Seite sitzen relativ knapp drin, drücken sich sehr gut, angenehmer Druckpunkt. Das Telefon selbst liegt auch gut in der Hand, wiegt auch nur um die 181 Gramm. Das heißt, ich kann es vernünftig bedienen. Das Einzige, was mich jetzt so ein bisschen stört, ist der Fingerabdrucksensor, der wieder relativ weit unten angesiedelt ist. Aber der funktioniert gut, also von daher kann man jetzt auch nicht so viel mit meckern und man gewöhnt sich auch dran. Hier oben sehen wir dann im Prinzip die Kerbe, die ja, Tropfnotch ist es ja auch nicht, ist ja einfach wirklich nur eine Notch. Da ist halt, wie gesagt, hier rechts der 50-Megapixel-Sensor drin. Hier haben wir dann den 8-Megapixel-Weitwinkel-Sensor und links und rechts daneben sozusagen den Blitz. Zeige ich euch gleich nochmal. Genau, das vielleicht einfach mal zu dem Gerät an sich. Ja, noch einmal die Rückseite. Ohne das geht's nicht, denn hier geht es jetzt um das Kamerasetup. Hier oben steckt ein 64-Megapixel-GW1-Sensor von Samsung drin. Dann haben wir ein 8-Megapixel-Weitwinkel-Objektiv bzw. nochmal 2 Megapixel für eine Makrofunktion. Dann gibt es hier auch nochmal den normalen Blitz. Da oben sieht man das Ganze. Und ja, das ist das Kamerasetup der Rückseite. Kommen wir direkt auch zum Lieferumfang. Auf dem Gerät ist schon eine Schutzfolie aufgetragen. Dazu gibt es noch eine Silikonhülle in Transparent. Macht natürlich Sinn, damit die Rückseite richtig gut zur Geltung kommt. USB-Typ-C Ladekabel ist mit bei. Tatsächlich auch verkabelte Kopfhörer, 3,5er Klinke, allerdings mit Adapter von 3,5er auf Typ-C, weil einen 3,5er Klinkenport gibt es hier nicht im Gerät. SIM-Nadel, dann seht ihr den SIM-Schacht mit SIM-Slot 1 und 2. Wenn man das umdreht, der Speicher ist nicht erweiterbar bei 256 GB. Es gibt auch keine andere Version, ist das aber, glaube ich, zu verschmerzen. Dann gibt es noch das Flash-Charge-Netzteil mit 44 Watt. Der Akku selber misst 4200 mAh. Kommen wir auch zu den Anschlüssen. Da gibt es nicht allzu viel. Ich habe ja schon gerade gesagt, einen 3,5er Klinkenport gibt es nicht. Dafür gibt es einen USB-Typ-C-Port zum Beladen des Akkus. Wie gesagt, mit 44 Watt. Das ist allerdings Basis 2.0. Das heißt, eine Videoausgabe ist nicht möglich. Den Dual-SIM-Schacht habt ihr auch gesehen. Wie gesagt, Speicher ist nicht erweiterbar. In dem Fall vielleicht aber gar nicht so das Problem. Dann gibt es hier unten noch einen Mono-Lautsprecher. Und dann gibt es eigentlich nichts mehr weiter an dem Gerät, außer hier oben noch ein Mikrofon. Das war's dann.
Habe ich eigentlich erwähnt, dass das Gerät gerade mal 7,6 mm dick ist? Ich glaube nicht. Also es liegt auf jeden Fall auch verdammt gut in der Hand und irgendwie ist es ganz schön dünn, finde ich. Aber es ist gut. Gut, aber es geht eigentlich um das Display. Und zwar mal hier ein 6,44 Zoll großes Display, 2400 x 1080 Pixel Auflösung. Das Ganze ist selbstredend ein AMOLED-Panel mit einer Helligkeit von um die 600 Nits maximal. Das ist jetzt nicht besonders wahnsinnig hell, reicht aber aus, um damit einen normalen Alltag zu verbringen. Im Außenbereich spiegelt es vielleicht leicht. Das kann dann natürlich so ein bisschen Schwierigkeiten beim Ablesen machen. Was die Helligkeit angeht, ist es aber trotzdem völlig in Ordnung, was wir hier bekommen. Es gibt weiterhin auch eine 90 Hertz Bildwiederholfrequenz. Das mag auf der Aufnahme wahrscheinlich jetzt wieder nicht so richtig rumkommen, aber das läuft schon sehr geschmeidig und sauber hier über den Screen. Die Inhalte, die ich darstelle. HDR10 wird natürlich auch unterstützt, also so wie man das alles braucht. Ich habe das Entsperren vorhin schon kurz gezeigt und sagte auch, dass der Fingerabdrucksensor ein wenig tief sitzt. Das Entsperren selber funktioniert aber gut. Meistens mache ich das tatsächlich dann einfach mit Face Unlock, weil das halt irgendwie ein bisschen flotter und schneller geht und ich eben den Finger nicht hier unten draufsetzen muss und die Position finden muss. Wie gesagt, habe ich das Gerät in Hand, ist es nicht die perfekte Lösung, da so weit runter zu fassen, aber er funktioniert trotzdem gut. Habt ihr ja gerade gesehen. Die inneren Werte zählen natürlich auch. Das System ist mit Android 12 ausgeliefert, wird angetrieben von einem MediaTek Dimensity 920. Das ist ein Octa-Core mit 2,5 GHz in 6 Nanometer gefertigt. Ist ein Mittelklasse-Gerät, wie gesagt 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Speicherplatz gibt es. Das läuft flott, Ladezeiten halten sich eigentlich gut im Zaun. Je nach Software und App oder Spiel, was man lädt, hat man natürlich trotzdem schon mal so ein paar Sekunden, die man warten muss. Das ist normal, aber alles so an sich lädt relativ flott. Und dann gehen wir hier einfach mal irgendwo rein und scrollen so ein bisschen, gehen hier raus, machen das hier meinetwegen auf. Dann lädt das halt kurz, aber das ist normal bei der App. Dann gehe ich hier mal ein GPS rein oder so. Also wie gesagt, das ist eine schöne, adäquate Arbeitsgeschwindigkeit, die ich hier erreiche und erhalte. Eben ja, ich sag mal, typische Mittelklasse. Aber macht, wie gesagt, auch Spaß. Die Einstellung wollen wir uns natürlich auch mal ein wenig anschauen. NFC wird unterstützt, Bluetooth 5.2 wird unterstützt. Das ist jetzt nichts Neues. WLAN 6 wird unterstützt, das heißt 2,4 GHz und 5 GHz. Wir können das Display natürlich auch ein wenig anpassen. Einerseits bei den Bildschirmfarben, Standard, professionell oder auch hell. Farbtemperatur, da kann ich auch so ein bisschen was rumspielen, wenn ich das möchte. Ich mache mal wieder Standard. Dann gibt es auch die Möglichkeit der Aktualisierungsrate. Ich habe hier die Möglichkeit, 90 Hertz die ganze Zeit drin zu lassen. Ich habe die Möglichkeit, auf 60 Hertz runterzugehen oder ein intelligentes Umschalten. Ihr habt ja gerade gesehen, wie es läuft. Ich zeige euch das nochmal anhand unserer App hier. Also da seht ihr, das läuft jetzt relativ geschmeidig mit den 90 Hertz über den Screen. Wenn ich jetzt die intelligente Umschaltung mache, wird das leider nicht von jedem System oder von jeder App so richtig unterstützt. Jetzt hier merkt man so ein bisschen, dass es vielleicht nicht ganz so gut läuft, wie es vorher der Fall war. Das schwankt aber auch mal so ein bisschen. Das heißt, wenn ihr wirklich die 90 Hertz nutzen wollt, schaltet sie auch aktiv ein. Dann wird auch jede App dann damit, fast jede App damit auch unterstützt. So, was mir bei Vivo immer sehr gut gefällt, sind die dynamischen Effekte. Das heißt, ich kann hier sämtliche Effekte anpassen, ob das nun Always-On-Display ist, ob es Animationen sind zum Öffnen des Startbildschirms, also man sieht hier, wie es reinploppt, ob es quasi das Fingerabdrucksymbol sein soll, ob es die Animation für die Gesichtserkennung sein soll, Animationen fürs Laden und so weiter. Das kann man halt alles so ein bisschen auswählen, ein bisschen personalisieren. Gefällt mir, finde ich immer richtig gut. Ansonsten gab es schon ein Update, was dann auch einen halbwegs aktuellen Sicherheitspatch mit sich gebracht hat. Das gucken wir uns natürlich an. Und zwar einfach mal hier über das Telefon. Dann sehen wir auch hier nochmal der Dimensity 920 Octa-Core. Arbeitsspeicher, Speicherplatz, Android-Version 12. Und dann haben wir hier unten den 1. März 2022 als Sicherheitsupdate. Da wird auch noch was kommen. Vivo selbst sagt 2 Jahre lang große Updates. Das heißt, Android 14 wird es auch noch geben und 1 Jahr länger. Also für 3 Jahre Sicherheitsupdates. Das ist das Versprechen, was sie uns geben. Können wir jetzt natürlich aktuell noch nicht nachprüfen. Aber wenn sie das durchziehen, dann ist es auf jeden Fall gut. Ich denke, zum System sollte das erstmal reichen. Da ja nicht nur die äußeren Werte zählen, sondern auch die inneren. Hier ist nochmal der Screenshot zu dem System-Update. Schauen wir uns natürlich die Screenshots an. Das System ist Malware, Bloatware und virenfrei. Das Ganze auch, wie gesagt, ohne großartige Software, die zusätzlich drauf ist, außer Netflix. SafetyNet Status komplett bestanden. Also alles, was Google relevant ist, funktioniert. Also NFC, bargeldlos bezahlen und so weiter, klappt auch. Die Digital Road Managements
werden hier auch mit Wide Run Level L1 abgeschlossen. Das bedeutet, Amazon Prime Video und Disney Plus, Netflix und Co. werden alle mit Full HD gestreamt, so wie es sein soll. Das Kamera-API-Level ist voll zugreifbar. Das heißt, wenn euch die Software vielleicht nicht gefällt, könnt ihr halt auch mit einer externen Software da auch drauf zugreifen. Ansonsten haben wir hier die Lese- und Schreibraten. Sequenzielles Lesen ist bei 981 MB pro Sekunde, das sequenzielle Schreiben bei 496 MB in der Sekunde. Bei Random Read oder Random Write sind wir bei 220 MB pro Sekunde beim Lesen und beim Schreiben. Das sind sehr schöne Werte, also auch hier kein Flaschenhals im System. Dann sieht man hier nochmal 34 GB in der Sekunde kann der Arbeitsspeicher verballern oder verwenden. Also auch das sind schöne Zahlen. Dann haben wir hier die Benchmark-Ergebnisse vom AnTuTu Benchmark, 466.000. Das ist in etwa so die Hälfte, was der High-End-Prozessor hier normalerweise auf die Reihe bekommen würde. Also wie gesagt, Mittelklasse. Beim zweiten Mal sind wir ein bisschen abgefallen auf 459.000 Punkte, aber das ist trotzdem noch sehr viel und immer noch eine Menge, um halt auch alles Mögliche zu zocken und zu benutzen. Das ist kein Problem. Die anderen Benchmarks, da gehe ich jetzt einfach mal durch. Hier haben wir Geekbench 4 und den Geekbench 5. Da ist dann die Zahl. Ansonsten haben wir den CPU-Stress-Test durchgelaufen lassen und dann sieht man, dass so nach der Zeit so ein bisschen eine Drosselung zu sehen ist. Es ist aber nicht drastisch. Klar, im niedrigsten Punkt waren wir mal kurz bei 82% der Gesamtleistung, die wir nun nutzen konnten. Aber so nutzt ihr oder lastet ihr euer System höchstwahrscheinlich nicht aus. Auch bei Spielen nicht. Da ist immer so ein bisschen Schwanken zwischen CPU und GPU. Also das passt. Übermäßig warm geworden ist es auch nicht. Dann haben wir hier einen misslungenen Screenshot, weil da habe ich dann irgendwie noch seitlich ein paar Tasten erwischt. Ist aber auch egal, das Dualband-WLAN mit 542 Mbit pro Sekunde Durchsatzrate, also wie gesagt, WLAN 6 wird unterstützt, macht seinen Job gut, gefällt mir, ist dann hier hinten irgendwo dann auf 2,4 GHz abgesenkt, hat aber trotzdem noch eine gute Durchsatzrate gehabt, also das passt. Und im Gesamten, ja, unser Netzwerk war heute ein bisschen unter Auslastung, da haben wir nicht die volle Bandbreite erreichen können, aber durchweg kann ich hier ganz adäquat mit dem Gerät arbeiten und Videostreams gucken, auch 4K-Videos überhaupt kein Problem. GPS, auch das kein Problem. Satelliten wurden schnell gefunden. So sieht die Ausbeute von oben aus. Dann hier noch einmal, welche Satelliten denn auch tatsächlich unterstützt werden. Und hier sieht man noch einmal den grünen Bereich, wo man sagt, jo, das passt. Genauigkeit liegt hier bei 1 Meter. Bei Snapdragon-Prozessoren sind wir auf 3 Meter limitiert. 27 von 45 werden genutzt. Also für die Navigation auf jeden Fall tauglich. Ich habe es ja schon gesagt, Bluetooth 5.2 wird unterstützt, GPS ist mit am Start, NFC wird unterstützt, bargeldlos bezahlen und so auch gar kein Problem. Was die Gesprächsqualität angeht, werde ich gut verstanden. Das Mikrofon ist so ein bisschen leicht blechernd. Das merkt man auch, wenn man hier eine Aufnahme tätigt. Ansonsten ist die Gesprächsqualität und der Empfang aber soweit alles in Ordnung. Also ich wurde halt trotzdem gut verstanden, so ist es nicht. Was das Mikrofon angeht, merkt ihr auch in den Videoaufnahmen später, dass das manchmal so ein bisschen schwankend ist. Gehen wir aber nochmal mit drauf ein. Das Highlight, die Kamera, und er springt direkt auch in die Frontkamera. Ja, also was die Videoauflösung angeht, ich habe es ja schon gesagt, Frontkamera kann mit 4K aufzeichnen, gehe ich auf 60 Bilder pro Sekunde, reduziert sich das auf Full HD. Dann ist es aber auch richtig stabilisiert, mit 4K ist es leider nicht stabilisiert, zeige ich euch auch gleich nochmal. Was wirklich schön ist, ist dann quasi der Scheinwerfer, das heißt wirklich so. Dann seht ihr links und rechts ein LED-Licht. Und das Schöne ist, dass ich hier, wie gesagt, die Farbtemperatur anpassen kann. Also Dual Tone, wie man so schön sagt. Wir haben jetzt eine warme Farbtemperatur, eine neutrale bzw. eine kühle. Und das wirkt sich natürlich dann auch in den jeweiligen Bildern mit aus. Das Gute ist natürlich, ich kann das beim Videoformat nutzen bzw. auch bei den Fotos. Es gibt auch für die Frontkamera einen Nachtmodus. Und wenn ich ganz besonders kreativ sein will, dann gibt es natürlich auch die Dual-View-Geschichte. Auch da binden wir euch mal gleich was mit ein. Also da kann ich auch so ein bisschen noch was mit anpassen, ob Herzkreis oder Quadrat, das funktioniert. Weiterhin ist es so, dass hier unglaublich viele Filter genutzt werden können. Ich mache das jetzt mal einfach so und klassisch. Und ich glaube, man sieht, was sich da gerade verändert hat. Also ihr könnt hier direkt Filter nutzen, Hauttontypen und so ein Kram, alles mit einstellen. Also wer so Insta-Stories macht oder verfolgt was, dass da oft Filter mit bei sind, das ist hier nativ im Gerät quasi mit drin, mit einer deutlich besseren Bildqualität als das, was die Software von anderen Oberflächen bietet. Also hat man hier eine gute Qualität. Was die Hauptkamera angeht, natürlich Nachtmodus, Porträtmodus, wir haben Fotos mit dem Weitwinkelsensor bzw. halt digitalen Zoom. Videos können auch hier in 4K aufgezeichnet werden mit 30 Bildern pro Sekunde, sind auch stabilisiert, optisch Full HD mit 60 FPS kann dann auch ultra stabilisiert sein, also ist das nochmal mit EIS und OIS und auch hier nochmal ein paar Features und ich glaube, alles weiter zeige ich euch einfach.
Ja, auch wenn der Schwerpunkt die Frontkamera ist mit ihren 50 Megapixeln, schauen wir uns natürlich erstmal die Hauptkamera an. Und hier sieht man halt, es handelt sich um ein Mittelklasse-Gerät. Da sieht man halt einfach diese Überbelichtung an bestimmten Stellen, dieses Ausgebrannte, wo man keine Details mehr erkennt. Hier unten zum Beispiel liegt eine Muschel mit auf dem Boden, erkennt man auch nicht mehr viel. Die Farben mögen manchmal ein bisschen kräftiger sein. Das ist halt auch der AI-Modus, mit dem ich jetzt fotografiert habe. Den kann man natürlich auch ausschalten. Ansonsten sehen die Bilder von der Bildschärfe und von der Farbgebung trotzdem gut aus. Wie gesagt, rein geschmacklich die Farbe ein bisschen zu viel, aber oder ein bisschen zu kräftig, das gefällt mir aber. Und ja, auch hier sieht man, Himmel und so weiter wird vernünftig dargestellt, das gefällt mir gut. Das Ganze auch mit einer vernünftigen Bildschärfe und auch vernünftigen Details. Wenn ich daneben jetzt die native 64-Megapixel-Aufnahme nehme, dann sieht man, dass das Ganze dann nicht mehr so scharf aussieht, aber trotzdem irgendwie ein bisschen natürlicher. Und wir haben mehr Details in der Bildtiefe, weil hier einfach wirklich der gesamte Sensor dann halt genutzt wird und nicht heruntergerechnet wird. Und auch hier merkt man dann aber ab und zu mal, okay, die Überbelichtung im Himmel ist dann doch ein bisschen doller als bei normalen Aufnahmen. Das schwankt natürlich immer so ein bisschen. Aber man sieht schon, okay, das sieht wirklich gut aus, was ich hier bekommen kann. Mir gefallen die Farben, habe ich dann, wie gesagt, den Nativ-Modus, wirkt das ein bisschen rotstichiger, je nach Bild oder Motiv, was man quasi hat, ist so ein bisschen Geschmackssache. Hier habe ich dann natürlich dann aber auch eben mal 16 MB pro Bild und statt 7 MB in der normalen Pixel-Binning-Aufnahme. Aber durchweg sind es halt eben gute Bilder, das sieht man auch hier. Hier ist aber der krasseste Unterschied, finde ich, dann halt einfach dieser leichte Rotstich in den Bäumen, diese etwas natürlichere Farbgebung und halt im Prinzip auch die mehr Details im Bild. Wenn ich dazu die Pixel-Building-Geschichte angucke, wirkt das zwar ein bisschen schärfer, es ist aber eben künstlich hochgerechnet. Ja, letztendlich muss man das ein bisschen für sich selbst entscheiden. Ich finde hier, auch hier kommen die Kontraste einfach so ein bisschen besser zu ran, obwohl hier natürlich die Schwarzwerte oder die dunklen Bereiche einfach ein bisschen schöner rauskommen. Muss man für sich so ein bisschen rumexperimentieren, vielleicht wird da auch mal was gepatcht, das kann ich nicht sagen. Dann haben wir die Weitwinkelaufnahme auch, hier ist der Fokus halt in der Mitte. Allerdings hat man da jetzt nicht so viele Details und so viel Bildschärfe. Am Rand hat man die Verzerrung und Unschärfe. Es sind durchschnittliche Bilder, andere sind in der Preisklasse oder im Mittelklassebereich auch nicht besser unterwegs. Das zieht sich durch die Bilder durch. Man hat hier den Hauptfokus und der Rest ist halt alles so ein bisschen verzerrt und ein bisschen unscharf. Ist in Ordnung, für einzelne Aufnahmen reicht es und je nach Situation kommt dann auch mal so ein Bild bei rum, wo man sagt, ja, das passt, das sieht vernünftig aus, da fällt das gar nicht so ins Gewicht. Die Porträtfunktion funktioniert auch gut. Hier saß zwar der Fokus jetzt nicht gerade auf meiner Hand, aber die Trennung zwischen Vorne- und Hintergrund funktioniert gut. Das sieht man auch an meinem Gesicht. Die Bildschärfe durfte hier gerne über die Hauptkamera ein bisschen höher ausfallen. Habe ich den Porträtmodus deaktiviert, ist natürlich die Bildtiefe, quasi Unschärfe in der Bildtiefe etwas zurückhaltend. Die Bildschärfe vom Gesicht ändert sich nicht, Farbgebung ändert sich auch nicht. Vielleicht ein Hauch, zu viel Rot, aber könnte tatsächlich jetzt auch an mir gelegen haben. Die Makrofunktion ist in Ordnung oder der Makrosensor, aber ja, wird man wahrscheinlich kaum benutzen. Das sind halt eben so nette Bilder mit 3 bis 4 cm Abstand, aber farbgebungstechnisch können die halt einfach gar nicht mit der Haupt- oder Frontkamera mithalten. Weil wir gerade von der Frontkamera geredet haben, ja, das ist das Augenmerk oder das Highlight und hier sieht man dann einfach, ja, das ist ein wirklich tolles Bild, das sieht gut aus, ist auch im Innenraum entstanden. Hier habe ich irgendwie noch ein Barthaar im Gesicht oder so, was da irgendwie rausguckt und selbst das sieht man, also da muss ich sagen, Mensch, nicht schlecht, das geht auch draußen, funktioniert wirklich gut. Ab und zu mag das Bild auch leicht überbelichtet sein, das ist auch hier der Fall. Wir können auf den Weitwinkelmodus wechseln, dann sieht das so aus. Es ändert dann aber halt in der Farbgebung schon was, aber vom Blickwinkel natürlich auch. Was dann auffällt, ist, dass die Überbelichtung ein bisschen zunimmt. Ansonsten sind das aber, finde ich, gute Bilder. Farbgebung ist hier dann auch ein bisschen schwächer als mit dem normalen Modus, also die 50-Megapixel-Kamera, nicht die 8-Megapixel-Kamera, wie das Bild hier gerade ist. Aber das ist alles völlig in Ordnung. Unter wenig Licht sieht das ein bisschen anders aus. Da kann die Kamera natürlich dann auch nicht mehr so wahnsinnig überzeugen, auch wenn man einen Nachtmodus hat. Glücklicherweise gibt es ja quasi diesen Dualblitz, der links und rechts von der Kamera verteilt ist, den ich auch in der Farbtemperatur anpassen kann, das heißt neutral, warm oder kühler. Und das Ergebnis sieht man dann auch und entsprechend ist das Bild dann natürlich auch ein bisschen anders belichtet, sieht aber gut aus. Genau, und dann halt eben ein normales Bild ohne alles. Und auch hier bei wenig Licht mit dem eigenen Blitz sieht man, das klappt mit der Aufnahme und dem Fokus. Sehr schön. Die normalen Nachtaufnahmen sind in Ordnung. Das ist hier die normale Aufnahme. Leichtes Grundrauschen, ein bisschen dunkel, Bildschärfe ist in Ordnung. Hier rechts ist die einzige Lichtquelle gerade im Raum. Haben wir dann den Nachtmodus aktiviert. Belichtungszeit 2 Sekunden, geht ein wenig des Grundrauschens weg. Die Helligkeit ändert sich nicht großartig. An der Farbgebung ändert sich auch nicht so viel. Es ist nur eine minimale Überarbeitung. In dem Bild fällt es dann eigentlich gar nicht so doll ins Gewicht. Dann ein weiteres Bild mit mehr Licht. Hier haben wir den LED-Streifen, leichte Reflexion vor.
vorzufinden. Hier die Lichtquelle bleibt identisch. Das Bild soweit ist in Ordnung. Leichtes Grundrauschen, relativ dunkel noch. Dann machen wir den Nachtmodus an mit der 2 Sekunden Belichtungszeit. Da wirkt das halt ein bisschen dunkler, aber hier der Bereich kommt irgendwie ein bisschen besser dadurch raus. Viel Bildschärfe kommt da jetzt nicht hinzu. Ganz im Gegenteil, wie gesagt, das wird ein Hauch dunkler. Also wie gesagt, der Nachtmodus ist in Ordnung, kann jetzt aber nicht so viel rausholen, wie es andere Geräte vielleicht schaffen. Aber wie gesagt, wir reden immer noch vom Mittelklassebereich, nicht vom High-End-Bereich. Das ist die normale Aufnahme. Das ist der Nachtmodus mit 2 Sekunden Belichtungszeit. Ich sage es, glaube ich, zum dritten Mal, ist auch egal. Und hier sieht man dann, dass jetzt hier das Blau einfach massiv bei rauskommt. Dann haben wir noch ein Blitzbild und da haben wir natürlich die meisten Details. Wir gehen mal in die Nachtaufnahme zurück. Da sehen wir, okay, so sieht das aus. Batman erkennt man so ein bisschen und dann im Blitz sieht man dann, jo, da steckt tatsächlich Batman hinter. Dann das Highlight, die 4K-Aufnahmen der Frontkamera. Leider nicht stabilisiert, das ist ein bisschen schade. Trotzdem kriegt man sehr, sehr coole Aufnahmen mit hin. Ich gebe euch einfach mal hier die paar Sekunden des Videos, könnt ihr euch dann selbst anschauen. Dann haben wir die Full-HD-Aufnahme, die ist dann auch stabilisiert. Auch hier nochmal ein kleines Bildchen oder ein kleines Video. Dann gibt es auch dieses Dual-View-Video-Clipchen. Da könnt ihr dann quasi zwischen Kreis und Herzform und einer anderen Form wählen. Auch hier spielen wir das Video einfach mal ein. Was hier auffällt ist, dass das Audio jetzt nicht mehr ganz so sauber klingt. Die anderen Videoaufnahmen in 4K zum Beispiel laufen mit 244 Kbit in der Sekunde, sind mit Stereo. Die 4K-Aufnahmen sind mit 30 Bildern begrenzt, sehen gut aus, leicht stabilisiert durch den optischen Bildstabilisator, sehen vernünftig aus. Bitrate dürfte gerne ein bisschen höher sein. Stellenweise ist das Bild auch ein bisschen zu hell, also leicht überbelichtet. Ne? Ansonsten ist es so, dass der Autofokus zwar gut funktioniert, aber halt einfach ein bisschen träge ist. Reduziere ich das auf Full HD und mache den Ultra-Stabilisierungsmodus an, dann sieht das in Full HD sehr geschmeidig und sehr gut stabilisiert aus. Die Bildqualität lässt natürlich federn, weil es einfach nur noch Full HD ist. Vom Bild bleibt es aber soweit dann identisch. Dann gibt es auch den Weitwinkelmodus Full HD mit 30 Bildern pro Sekunde. Das Ganze ein bisschen rotstichig ist natürlich jetzt mit die schlechteste Aufnahme, weil halt der Sensor mit am kleinsten ist. Für ein paar Schnappschuss-Videos ist das aber auch völlig in Ordnung. Jo, das ist dann quasi das Ding zur Kamera. Eigentlich durchweg alles in Ordnung. Frontkamera gefällt mir wirklich gut. Hier dürfte, wie gesagt, die Stabilisierung gerne ein bisschen besser funktionieren, weil der Fokus einfach darauf liegt. Und ansonsten, finde ich, gibt es da nicht so viel zu meckern. Ja, ein wenig zocken geht natürlich auch. Die Performance ist dafür natürlich völlig ausreichend. Für Snake brauche ich natürlich nicht so viel Performance. Die Abtastrate des Displays liegt bei 180 Hertz. Das heißt, alle Eingaben, die ich hier tätige, werden natürlich auch prompt umgesetzt. Das soll so sein. Wie gesagt, die 90 FPS oder Hertz, die das Display jetzt hier erreicht, die sehe ich in dem Spiel natürlich nicht. Dafür ist es zu langsam. Dafür müssen wir, glaube ich, irgendwas anderes zocken. Oh, die schießen auf mich. Nein, schnell weg. Ja. So, was ich euch damit eigentlich zeigen wollte, ist der Lautsprecher. Der ist auf der rechten Seite. Relativ laut. Vom Klangbild halt völlig okay, ausreichend, aber im Prinzip jetzt nichts Besonderes. Das heißt, so ein bisschen Tieftöne könnten gerne mehr drin sein. Ansonsten läuft hier gerade Genshin Impact. Ich weiß gerade nicht, auf was ich es eingestellt habe. Es läuft zumindest flüssig. Und ich kann hier so ein bisschen schießen und kriege wahrscheinlich gleich wieder auf den Dötz. Wenn ich hier von links nach rechts swipe, sehe ich dann, was wo welche Auslastung hat. Und da sieht man, jo, da kann ich noch ein bisschen mehr einstellen, nachdem ich gestorben bin oder wiederbelebt werde. Und da schauen wir dann nochmal bei der Grafik rein. Und dann sehen wir, dass es auf niedrig ist. Wir machen es einfach mal mittel. Und das lassen wir einfach so. Hier machen wir noch 60 Bilder draus. Und dann nehmen wir das. So. Und dann sehen wir, das läuft eigentlich immer noch ganz fluffig, sieht immer noch ganz gut aus. Also auch wie gesagt, mit dem Gerät könnt ihr vernünftig zocken. Für hohe Details wird es dann nicht reichen, beziehungsweise reicht es halt einfach auch nicht. Aber wie gesagt, es ist halt eben Mittelklasse-Gerät und trotzdem kann ich damit alles zocken. Natürlich bei manchen Spielen halt einfach mit Einschränkungen. Aber wie gesagt, der Fokus liegt hier höchstwahrscheinlich auch gar nicht auf dem Gaming. Kommen wir zum Akku. 4200 mAh haben wir zur Verfügung, die wir dann über den Tag verteilt oder anderthalb Tage nutzen können. Wir können eine Displayzeit von 10-12 Stunden erreichen, wenn wir jetzt nicht die Displayhelligkeit voll aufreißen oder die ganze Zeit zocken. Der Akku kann mit 44 Watt geladen werden oder beladen werden. Es liegt alles Relevante mit bei, also Ladekabel und Netzteil. Das dauert dann in etwa so knapp eine Stunde, bis das dann wieder voll geladen ist. Ist jetzt nicht die schnellste Schnellladung, ich finde, reicht aber völlig aus. Und ansonsten könnt ihr einen Tag, einen anspruchsvollen Tag überstehen und landet sonst wahrscheinlich so bei anderthalb Tagen. Ich finde, das ist völlig okay. Und ja, andere Geräte sind da auch nicht großartig besser. Muss man ja auch einfach mal so sagen.
Das Gerät sieht messerscharf aus. Habt ihr gerade gesehen? Ich habe hier gerade die Klinge noch mal kurz eingebrannt. Ich finde die Rückseite und die Optik plus die Verarbeitung finde ich richtig, richtig gut. Die gefällt mir sehr gut. Auch wie gesagt, wenn ich nicht unbedingt der Gold-Fan bin. Schade ist wirklich, dass die schwarze Version nicht über diese Rückseite verfügt, sondern nur diese Variante. Okay, trotzdem macht das ganze Ding wirklich viel Spaß, gerade weil der Fokus auf der Frontkamera liegt. Wir 4K-Aufnahmen haben, das haben manche High-End-Telefone für 800 oder 900 Euro nicht. Wir haben von Werk aus gleich 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Speicherplatz. Das muss man bei dem UVP von 550 Euro mit einberechnen. Aktuell, wie gesagt, gibt es das Gerät für 500 Euro. Und wenn ich mir jetzt da die anderen Mittelklasse-Geräte angucke, klar, die kommen günstiger daher, haben aber weder einen Metallrahmen, beziehungsweise manchmal nicht mal eine Glasrückseite. Von der Rückseite jetzt mit dem UV-Licht brauchen wir gar nicht reden. Und die haben auch keine 12 GB Arbeitsspeicher. Das muss man mit draufrechnen. Wenn die halt eben 8 haben und man eine 12er-Variante haben will, muss man meistens auch gut einen 100er drauflegen. Und dann ist man auch so bei 450, fast 500 Euro schon. Das heißt, so teuer oder viel teurer ist das Vivo V23 5G jetzt eigentlich nicht im Vergleich zu der Mittelklassenkonkurrenz. Hebt sich halt eben durch die Optik ab. Das muss man natürlich wirklich mögen. Wer halt eben mit dieser Optik, ich sag mal, Apple-Optik halt einfach nicht so viel anfangen kann, der wird dann sagen, okay, das ist gar nichts für mich. Wer jetzt mit der Rückseite und der goldenen Farbe auch nichts anfangen kann, wird zur schwarzen greifen. Vielleicht, das weiß ich nicht. Das Gesamtpaket, finde ich, ist dann schon stimmig. Und wenn der Preis jetzt vielleicht so bei 500 Euro bleibt, ist das, finde ich, völlig in Ordnung, weil die Verarbeitung einfach gut ist. Man hat halt einfach auch wertige Materialien. Man hat wirklich diesen Fokus auch auf die Frontkamera mit 4K und das können andere halt einfach nicht bieten. Es gibt auch eine optische Stabilisierung in der Hauptkamera. Die Hauptkamera selber arbeitet auch gut auf einem guten Niveau der Mittelklasse. Kann sich jetzt in vielen Punkten nicht unbedingt stärker abheben als die Konkurrenz, aber ist auch nicht schlechter, was ja genauso wichtig ist. Wer bei der Kamera mehr Performance will, muss auch mehr ausgeben und ja, wahrscheinlich seid ihr dann auch ganz schnell wieder bei 800 Euro. Und wer sagt, okay, ich bin aber eher so das Social Media Opfer, ich brauche einfach eine gute Frontkamera, sorry für den Ausdruck, dann ist das definitiv eure Wahl und den Selfie King Award 2022 können wir dann an das Vivo V23 direkt weiterreichen vom V21. In der Preisklasse kenne ich kein Gerät, was mit so einer Frontkamera auftrumpfen kann. Man muss es auch ganz bewusst wollen. Und ansonsten ist das Gerät wahrscheinlich auch gar nicht für einen so interessant. Ansonsten, was die Performance angeht, gibt es da auch nichts zu meckern. Der Mezzi, die 920, macht einen guten Job. Hier und da mag es vielleicht mal ganz kurz im System ruckeln, gerade wenn man mehrere Apps drauf hat und über eine längere Zeit um das Gerät benutzt. Akkuverbrauch ist auch erstmal völlig in Ordnung. Je mehr Apps ich drauf habe, je mehr Apps irgendwie auf das WLAN zugreifen oder Daten nutzen, umso schneller geht der Akku runter. Das ist halt immer im Laufe der Dinge so. Das ist bei jedem Gerät so. Grundsätzlich komme ich gut einen Tag über die Runden und vielleicht auch nochmal anderthalb Tage und die Schnellladung mit 44 Watt reicht meines Erachtens auch aus. Wir haben jetzt keine Wasserdichtigkeit, wir haben keine Stereo-Lautsprecher, wir haben keinen 3,5er Klinkenport, dafür aber einen Adapter beiliegen. Induktives Laden haben wir jetzt auch nicht, aber wie gesagt, wir reden hier immer noch von der Mittelklasse. Da kann man nicht alles bekommen, sonst würden die ganzen Hersteller gar nicht ihre Premium-Geräte loswerden, wo dann im Prinzip meistens alles drin ist, wobei der 3,5er Klinkenport ja doch schon öfters mal gefehlt hat. Ansonsten muss ich sagen, wäre es natürlich vielleicht auch schön gewesen, hätten wir 120 Hertz beim Display. Vielleicht ist man hier auch den Kompromiss eingegangen, dass 90 Hertz auch schon spürbar besser laufe im System oder das System spürbar besser sich anfühlt, nenne ich es jetzt mal, und man nicht so viel Akkuverbrauch hat mit den 120 Hertz. Vielleicht ist das so der kleine Kompromiss. Ich könnte damit leben, mir stört es nicht. Dass der Speicher nicht erweiterbar ist bei 256 GB, glaube ich, auch zu verschmerzen. Wie gesagt, von Werk aus, es gibt auch nur diese eine Version. Die Frontkamera, wie gesagt, ist der Fokus, das Hauptmerkmal. Die Stabilisierung ist in Full HD okay oder die funktioniert gut. Ich hätte sie mir noch ein bisschen besser gewünscht, vielleicht auch in 4K-Aufnahmen. Das wäre mit dem Prozessor mit Sicherheit auch möglich gewesen. Elektronisch stabilisiert, wie gesagt, funktioniert es. Vielleicht dann beim nächsten Gerät. Dass der USB-Typ-C-Port nur 2.0 ist, ist auch okay. Videoausgabe unterstützen hat nicht so viele Hersteller, ist okay. Das waren meine Worte zu diesem Telefon. Ist wahrscheinlich wieder relativ lang geworden, das Video, aber gerade weil die Kamera doch schon mal ein bisschen ausführlicher beleuchtet wird, kommt das halt so zum Tragen. Wäre das Vivo V23 5G was für euch? Sagt ihr, ja, passt, oder oh, ich fand den Vorgänger auch schon irgendwie doof, oder ich mochte den Vorgänger, aber die neue Optik gefällt mir zum Beispiel gar nicht. Schreibt gerne nieder, was ihr davon haltet. Wer Vivo halt nicht kennt, wie gesagt, das ist eigentlich schon ein Unternehmen, was länger am Markt ist, kommt eigentlich aus China, war auch schon immer im Premium-Bereich unterwegs, war auch als Import schon immer relativ teuer, deswegen gab es die bei uns auf dem Kanal nicht so oft.
mittlerweile sind sie halt auch in Deutschland vertreten und haben halt immer den Fokus auf die Kamera, ob das nun bei den X-Geräten ist oder bei den V-Geräten. Schreibt doch mal gerne eure Erfahrungen mit Vivo rein, wenn ihr schon ein Vivo benutzt. Bei uns ist das X51 unser Bürohandy geworden für alle Bilder, die wir so machen und auch Videoaufnahmen und Teaserbilder und so weiter. Also wir sind da schon irgendwie auch ein bisschen überzeugt, was die Kamera angeht. Gerade mit der Carl Zeiss Kooperation, was jetzt hier bei dem kleinen Gerät natürlich nicht mehr in Frage kommt, aber genau, schreibt gerne mal rein, was ihr davon haltet. Und ja, ansonsten Instagram, Twitch, Twitter, Facebook, TikTok, Nerd7 Tech, da seid ihr gerade, Nerd7 der Hauptkanal, Nerd7.de Webseite, Nerd7 Best of oder Best of Nerd7 und Nerd7 Shorts. Das sind nochmal zwei YouTube-Kanäle. Wenn ihr Lust habt, schaut da mal rein. Ja, jetzt ist meine Sprache weg, mein Gehirn ist platt und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!